Ja, Hallöchen und willkommen zurück bei Trails of Cold Steel. Da sind wir wieder. An diesem wundervollen Morgen, wo ich auf jeden Fall noch eine Sache machen wollte. Und zwar, bevor wir abhauen, wollte ich auf jeden Fall noch was lesen, ne? Hatte ich diese ganzen Dinger hier eigentlich? Die kenne ich alle schon, ne? Diese Rezepte, okay. Das waren nur die ganz. Ach so. Ach, das ist wahrscheinlich hier für Markias, nicht wahr? Ich glaube, das Buch ist ein bisschen zu krass für mich. Ich sollte Markias mal deswegen fragen. Richtig, das war um die Beziehung mit. Richtig, diese Bücher waren ja auch um Beziehungen mit den Charakteren zu verbessern. Das habe ich irgendwie total vergessen im Laufe der Zeit wieder. Die beste Möglichkeit, andere zu unterrichten, ist dann mit Sicherheit für Emma. Das ist mit Sicherheit für Emma. Und dann hatten wir nicht auch noch irgendwas. Ja, genau, Imperial Horsemanship ist mit Sicherheit für Juices. Oh, das checke ich jetzt erst. Sieht aus, als wäre dieses Buch sehr nützlich. Ich sollte mit Emma drüber reden. Ich habe nur aus irgendeinem Grund gerade das Gefühl, dass die Musik ein bisschen sehr laut ist. Lasst mich mal einmal ganz kurz schauen, ob meine System. Nee, meine Systemsounds sind laut. Dann. Obwohl die Musik wunderschön ist, wirklich wunderschön ist, mache ich sie mal einen runter, damit ich mein eigenes Wort hier noch richtig verstehe. Dieses Buch hat viele gute Informationen, wie man ein Pferd reitet. Da sollte ich mit Juices drüber reden, wenn ich die Chance bekomme. Oh, so knapp vor dem Level-Up, wirklich. Ganz kurz davor. Ja, haben denn die Läden jetzt hier überhaupt noch offen? Ja, ne? Ich kann jetzt hier auch einfach schon in den Laden gehen. Die haben morgens schon offen. Aber der hat mit Sicherheit jetzt nichts Neues mehr, ne? Ne, das sind die gleichen Sachen, die wir schon haben. Ich weiß gerade nur nicht, welches von diesen Issues wir schon hatten, tatsächlich. Ich lese einfach mal Issue 3. Aber das kann ich nicht über den Tab hier machen, sondern über den Tab hier. Weil das ist auf jeden Fall neu. Rainford Trade Fair wird regelmäßig gehalten und ist eine Möglichkeit für die Firma, ihre neuesten Produkte der ganzen Welt zu offenbaren. Dieses Jahr tatsächlich wird aber zum allerersten Mal diese Show auch für das gemeine Volk zugelassen, beziehungsweise da kann jeder dann hingehen. Deswegen wird Röhr City wahrscheinlich zu dieser Zeit überfüllt sein mit Menschenmassen und Touristen. Das Neueste in urbaner Technologie jetzt zur Show. Das Rainford Trade Fair ist bekannterweise die größte Handelsshow sozusagen, was urbane Güter angeht, die es gibt. Sie zeigen die neuesten Produkte in jeglicher Hinsicht, von urbanen Werkzeugen bis zu Waffen. Dieses Jahr stehen viele neue Erfindungen mit auf der Liste, sowie zum Beispiel neue Ideen für Luftschiffe, neue Kampfordnance und sogar ganz neue Geräte, die sich urbane Waschmaschinen nennen. Jetzt kommen sogar Waschmaschinen ins Spiel, ja? Müssen die Leute hier nicht mehr mit Wasser waschen. Reporter vom ganzen Kontinent machen sich auf nach Röhr, um das alles bestmöglich festhalten zu können. Chairman Irina wird eine Pressekonferenz abgeben. Bei einer Rainford-Gruppen-Pressekonferenz hat Chairman Irina gesagt, dass dieses Jahr eines der besten Jahre ist, wenn es um den Fortschritt geht. Alter, dass es immer mehrere vorspringt, wenn ich einmal kurz drauf drücke. Irina ist noch nicht ganz damit zufrieden, dass die Company noch nicht den gesamten Kontinent dominiert. Und sagt, dass sie sich noch weiter ausbreiten möchte, um den gesamten Kontinent zu übernehmen. Ihre Kommentare sollen wohl angeblich ein Ergebnis der Profitabilität der vierten Company Development Division sein, die vom Chairman selber gegründet wurde.
Die gesamten Funde einer Investigation dieser Division wurden beim Trade Fair gezeigt. Das letzte, was sie zu bieten hatten, waren orbale Netzwerkterminals, die in Erebonien gemacht wurden. Eine neue Art von Battle Augment, welche sich Arcus nennt, das ist übrigens das Battle Augment, was wir schon benutzen dürfen. Das heißt, irgendwie hat die Schule es geschafft, sich diese schon vorher hier zu snacken, bevor normale Menschen sich das kaufen können, sag ich mal. Und ein neuer orbaler Stuff, der zum Kampf geeignet ist. Das ist dann wahrscheinlich das, was Elliot gesagt hat, ne, im ersten oder zweiten Part, oder wann war das? Ich glaube im zweiten Part, wo Elliot gesagt hat, so ein neuer Stuff, der noch im Test ist, das ist mit Sicherheit so einer. Ist auch von der Rainford Company gemacht. Das Ordis Summer Festival wird wahrscheinlich noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als sonst. Da jemand aus der ein Sprecher der imperialen Familie gesagt hat, dass Prinz Oliviat dort auch erscheinen wird. Seine guten Geschmäcker, viele kennen seine guten Geschmäcker und deswegen wird sein Auftreten dort auf jeden Fall die Erwartungen übertreffen. Eine Quelle, die mit der imperialen Familie verbunden ist, geht sogar davon aus. Geht sogar davon aus, dass er dort mitmachen möchte, um die ganzen Spannungen zwischen den Reformisten und den Adligen so ein bisschen wieder aufzulockern. Okay, bis hierhin erstmal. Den Rest machen wir dann wann anders noch fertig. Ich denke mal immer so, am Morgen ist es geil. Schön ein bisschen die Morgenatmosphäre genießen. Ein bisschen die neuesten Nachrichten lesen. Aber jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so wirklich etwas, was ich tun muss, oder? Ich meine, wir können noch mal schauen hier. Reen und Elizabeth sind ja so equipped, wie sie sein sollten. Emma noch nicht so ganz. Die könnte noch ein bisschen besser equipped sein. Die wird ja auf jeden Fall wieder jetzt hier ein großer Teil. Na, dann geben wir ihr einfach mal ATS plus 10, Mind 1. So, Gaius. Und dann, wer ist denn eigentlich noch alles bei uns in der Gruppe? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na, wir werden es gleich sehen. Ich denke, wir haben jetzt erstmal so ziemlich alles gemacht. Aber wir haben ja 9000 Mirror. Lasst mich mal eine Sache aber noch nachgucken. In dem Clothes Shop haben wir alles. Wir haben lange nicht mehr hier reingeschaut. In den Pawn Shop, wo man sich immer so Sachen kaufen kann, die man vorher irgendwie übersehen hat. Wir können uns außerdem bessere Tierbalms machen. Groundbait können wir uns einmal holen. Warum nicht? Obwohl U-Material auch so wichtig ist, das sollte ich nicht unterschätzen. So, genau, Tee. Her damit. Diese ganzen Sachen kaufe ich mir jetzt einfach mal auf Verdacht, dass man sie noch brauchen könnte. Okay, mehr hat er aber nicht, alles klar. Ich würde gern Waffen kaufen. Waffen. Geht in der Cafeteria, ne, in der Schulcafeteria. Kann ich auch einfach gleich so hinreisen. Im Student Union Building, so. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Da kommen einfach so Schüler an und wollen einfach Waffen kaufen. Auf jeden Fall kriegt Emma. Aber alle anderen haben schon ihre guten Waffen, oder? Sieht zumindest danach aus. Ich hatte so das Gefühl, dass wir zwischendurch ein paar Chancen verpasst haben, schon die Ausrüstung zu kaufen, die bessere. Weil wir da einfach kein Geld hatten. Aber ich schätze mal, das habe ich dann irgendwie nachgeholt. Dann gucke ich jetzt nur noch mal bei George nach. Wir können nämlich Emmas Waffe gleich verbessern, genau. Okay, alles andere können wir dann auch wahrscheinlich in der... Ach ja, stimmt, in die North Highlands geht's ja jetzt, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, in der nächsten Stadt dann machen, wenn wir angekommen sind. Aber es geht ja in die North Highlands jetzt. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Ich meine, ich weiß natürlich noch so ungefähr, wie die waren, aber... geht auch vieles, was ich eben nicht mehr weiß. Let's go. Ich bin ready. Oh, Reen. Du bist auch bereit, um abzuhauen, nicht wahr? Ja, wir wollten gerade gehen. Hm?
Müsst ihr nicht noch eure Tickets kaufen? Oh ja, du hast recht. Sieht so aus, als würden wir diesmal zusammen bis nach Heimdallar fahren. Nun gut, lasst uns aufhören, hier rum zu plappern und schon die Tickets kaufen. Ist ja gut. Bisschen, ganz kleines bisschen Smalltalk. Ich find's auch nice, dass die nicht einfach so komplett verschwinden, sondern tatsächlich jetzt hier noch rumstehen und sitzen. Schönes, nettes Detail. Guten Morgen, Klasse 7. Ich habe gehört, dass Gruppe A bis raus in die North Highlands fährt. Da hast du richtig gehört. Wir müssen zweimal den Zug ändern. Einmal in Heimdallar, dann nochmal in Röhr, richtig? Korrekt. Von Röhr aus müsst ihr dann noch einmal auf einer Linie Richtung Grenze des Landes fahren. Leider können wir diesen Teil eurer Reise nicht, übernehmen. Tatsächlich sieht es so aus, als wären dort schon Vorbereitungen getroffen worden. Wir sollten die Tickets nur bis Röhr kaufen. Ach, dann wird es ja gar kein Problem sein. Wollt ihr sie dann jetzt gleich kaufen? Ach so, sie meint halt, dass dieses letzte Stück, was dann bis in die North Highlands geht, wahrscheinlich gar keine Zugverbindung hat, dass da gar keine Schienen gelegt sind und wir dieses letzte Stückchen irgendwie anders hinkommen müssen, aber das kriegen wir schon irgendwie hoffentlich hin. Okay, wunderbar. 5 Meilen nach Röhr. Einen Moment bitte, so wie immer. Passagiere Richtung Heimdallar. Der Zug erscheint jetzt auf Plattform 2. So wie immer bitte warten, bis er komplett zum Stillstand kommt. Das haben wir gut getimt, oder? Perfekt getimt. Richtig. Sieht so aus, als wäre da eine... als wären da zwei kalte Frauen an der Front. Nun, mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden schauen, was wir tun können, um sie ein bisschen zusammenzubringen. Ja, aber erwartet nicht, dass sie sich gegenseitig Blumenkronen schmücken, wenn wir wieder da sind, okay? Okay, dann lassen wir es in euren Händen. Viel Glück. Viel Erfolg. Ich meine, wenn es mit Juices und Makias geklappt hat, dann wird es auch mit den beiden klappen, ne? Die keifen sich wenigstens nicht so an wie Juices und Makias. Lass mich ganz kurz schauen wegen der Aufnahme, ja. Weil bei der Legend of Heroes ist es wirklich so, wenn du da eine Aufnahme verkackst und 50 Minuten oder so weg sind, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Wow, diese Sandwiches schmecken super. Fleisch und Käse und noch irgendwas anderes, was ich gerade nicht weiß. Schmeckt wirklich gut. Die Zutaten sind eigentlich ganz simpel, aber so wie sie zusammengebracht wurden, ist das schon was Besonderes. Sogar die Butter schmeckt ganz anders, als ich es gewohnt bin. Und dieser Tee ist genauso perfekt. Die Säure der Zitrone macht den Geschmack quasi perfekt. Was du nicht für eine Hausfrau hast, die auf dich aufpasst. Nun, Mutter hat sie angeheuert, nicht ich. Sie ist talentiert, das muss man ihr lassen. Sie macht die ganz normale Hausarbeit... Grüßt die Gäste, genauso wie man es von ihr erwarten würde. Aber sie kümmert sich auch um Mutters Zeitplan. Wow. Den Zeitplan von so einer beschäftigten Person zu regeln, hört sich nicht wie eine einfache Aufgabe an. Ja, sie ist wirklich einfach super talentiert. Deswegen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum Mutter sie hierher gesandt hat zu mir. Die planen irgendwas, ich weiß es einfach. In jenem Fall ist es auf jeden Fall von Vorteil, sie hier zu haben bei uns.
Ich denke, du solltest den freundschaftlichen Service deiner Mutter anerkennen. Da muss ich zustimmen. Sie hat wahrscheinlich schon vor Sonnenaufgang angefangen, um das alles hier für uns zu bearbeiten. Ich weiß, ich weiß. Naja, auf jeden Fall schaut euch die beiden an. Also, wir werden nach Bryonia Island fahren diesmal. Alles, was ich weiß, ist, dass es da irgendwelche antiken Ruinen gibt. Ich weiß nicht wirklich, was ich erwarten soll. Boah, da hätte ich so Bock drauf. Ey, auf einer Insel mit antiken Ruinen ist ja absolut geil. Aber North Island sind auch geil. Ich wünschte, ich könnte an beiden Orten gleichzeitig sein. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, werde ich das erste Mal den Ozean sehen können. Was ist mit euch beiden? Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich ihn auch nie gesehen. Ich schon. Oh, wirklich? Während einer Mission in meiner Jägerkorpszeit. Oh, wo wir gerade von den Ruinen sprechen. Le Gram hat auch ein paar relativ bekannte Ruinen, nicht wahr, Laura? Oh ja, das Schloss des Engels oder irgendwie sowas, glaube ich. Oder Saint ist, ich soll Saint ist sowas wie Engel, glaube ich. Aber ich glaube, ich spreche es auch einfach wieder beim Eigennamen an. Du musst das Lohengrin Castle meinen. Eine atemberaubende Burg, die direkt Richtung Meer, direkt Richtung See zeigt. Du kannst es selbst von der Stadt aus sehen. Ein sehr schöner Anblick, wenn der Nebel sich etwas verzogen hat. Oh, wow. Hört sich auf jeden Fall wie etwas an, was man sehen will. Sieht so aus, als gäbe es Probleme, wenn ein sehr guter Sniper dort oben platziert werden würde. Hört sich nicht an, als würden sie sich sehr gut verstehen. Habe ich mir schon gedacht. Ach, ich glaube nicht, dass Vieh das mit Absicht macht. Aber Laura scheint sich auch besonders leicht davon angegriffen zu fühlen. So gar nicht typisch. Ja, normalerweise hat sie sich immer beisammen, aber wenn es um Vieh geht, verliert sie irgendwie schnell die Kontrolle darüber. Gut, wo wir jetzt die ganzen Formalitäten geklärt haben, kann ich jetzt Blade spielen, bitte? So, Heimdollar umsteigen, nicht vergessen. Ach, muss ich sogar... Ach, ich glaube, ich muss sogar manuell umsteigen. Ich glaube, ich muss wirklich umsteigen hier. Ich dachte, das ist einfach, wird automatisch gemacht. Ich glaube, hier müssen wir wirklich umsteigen. Ich bin immer wieder überrascht, wie groß doch dieser Bahnhof hier in Heimdallar ist. Ich habe schon gehört, dass das nicht nur der größte Bahnhof in Erebonien, sondern der größte auf dem gesamten Kontinent ist. Ich kenne keinen anderen Bahnhof, der zehn Gleise hat, so wie den hier. Als ich das erste Mal hier umsteigen musste auf dem Weg nach Trista, hat mich die Anzahl der vielen Leute hier auf jeden Fall überrascht. Aber es ist nicht überraschend, dass so früh am Morgen noch nicht so viele Leute hier sind. Tut mir leid, ich glaube, wir schaffen das nicht. Komm schon, du kannst doch nicht aufgeben. Wie hoffnungslos. Nun macht euch nicht so viel Sorgen darüber. Das Wichtigste ist, dass wir alle wieder sicher nach Hause kommen. Alles andere ist sekundär. Ich schätze, du hast recht. Wir werden versuchen, die Sachen wenigstens so ein bisschen außerhalb der Gefahrenzone zu bekommen, ja? Hm.
Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier trennen, ja? Wenn ihr Richtung Ordis geht, dann werdet ihr nach Westen fahren, nicht wahr? In der Tat. Wohingegen wir nach Nordosten, Richtung Röhr, fahren werden. Ach, ich bin so neidisch, dass ihr das Zuhause von Gaius besuchen könnt. Ihr solltet uns lieber alles davon erzählen, wenn ihr wieder zurück seid. Werden wir. Passt auf euch auf. Vieh, Laura, ihr passt auf euch auf. Wir sehen uns alle nächste Woche, ja? Yep. Mhm. Ja, das ist in The Legend of Heroes auch nichts Neues. Viele neue Charaktere, mit denen man erst nichts anfangen kann. Hallo? Geht's noch weiter, oder? What the fuck? An dem Bug kann ich mich aber, glaube ich, erinnern. Ich glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, irgendwann hier geht es noch weiter, wenn ich nur lang genug warte. Ich glaube, irgendwo im Game hatte ich sowas mal. Shit. Hoffentlich geht es jetzt wirklich weiter und oh, alles andere wäre scheiße. Da muss der Charakter wieder irgendwo stuck sein oder so. Komm schon. Na komm schon. Mann, das war gerade so spannend. Ich will nichts spoilern. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nix zu dem Charakter, den wir gerade gesehen haben. Aber ich komme auch gar nicht dazu, was dazu zu sagen. Weil ich hier gefangen bin in dieser Cutscene, was echt uncool ist. Ich mache hier, glaube ich, einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht, okay? Bis gleich. Na also, warten hat tatsächlich nichts gebracht. Ich musste das Spiel nochmal neu starten und nochmal bis hierher spielen. Jetzt läuft sie aber auch nicht einfach random raus, was irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht hat, sondern bleibt tatsächlich mal stehen. Has some rugged, handsome young man caught your eye? Like your brother, perhaps? Please, Your Highness. I just thought I saw someone I recognized. But it couldn't possibly have been him. I can't imagine what would bring him to the capital this early in the morning. Someone you recognized? I wonder. But I knew you wouldn't deny it. That your brother is handsome, I mean. Please. I knew that I shouldn't have told you about him. Oh, come now, I'm only teasing. There's no need to sulk. I'll give you a little something from Mariage Cross to make up for it. But that's an adult lingerie brand. Please excuse us, Captain Claire. Ah, so sieht man sich wieder. Sorry. I hope I haven't sullied your ears with our scandalous conversation. Not at all, Your Highness. I came to inform you that the special train to the Imperial Villa will be arriving shortly. I look forward to accompanying you today. It'll be a pleasure to have you with us. Certainly.